ist ja dieser Scheiß von Chris. Nö, nee, du musst. Was sagt der? Ach, will er dich doch da hochschicken? Ja. Aber eigentlich hätten wir auch hinten rumfahren können, wir würden auch fahren. Ist okay. Tachchen, meine heißgeliebten Pinguine und der West. Jawohl, ja. Heute mal vom Auto aus. Ja. Eigentlich schon, aber ja, mach das. Da hinten raus. Wolli, danke! Irgendwie funktioniert das ja jetzt. Danke, danke. Ja. Auf die Spur bleiben. Ich bin sofort für euch voll und ganz da. Ich muss nur ganz kurz hier aus dem großen Kreisverkehr Kassel mithelfen. Da raus, ja. So. Ja. Was ist denn los? Hier ist da die richtige Spur. Oder was ist denn hier los vor uns? Bleibt doch hier. Ach, was ist denn da los? Ich weiß ja nicht. Du kommst nicht von hier. Oder war das ein Kasseler Kennzeichen? Was ist denn los, alte Plunze? Ja, hier. Jetzt bin ich da. Moin. Ja, du. So. Und du kannst jetzt dann, gib mal ein bisschen. Ja, und jetzt kannst du dann darüber, oder nicht? Oder musst du hier bleiben? 600 Meter. Klappe, ja! Ja, ich bin ja schon ruhig, Wolli, aber danke. Wir haben jetzt auch entschlossen, es ist mir scheißegal, ohne Scheiß, aus Trotz werde ich das jetzt machen, mit Nicole, ohne Witz. Andere konnte ich mich drauf entsinnen, die haben sich da auch bei der letzten Sache unterstützen lassen, da ging es irgendwas um 300 Euro. Wir werden, Viola, danke, wir werden das machen. Also wir sind jetzt auf dem Weg erstmal zu meiner Mutter ins Krankenhaus wieder, ein paar Klamotten da abgeben und ich denke mal auf dem Rückweg oder was, Nicole wird ein PayPal-Konto. Hier geht es ja noch weiter. Wem muss ich ja noch alles Danke sagen? Claudia, danke. Demigo, danke. Auf dem Rückweg wird Nicole ein PayPal-Konto einrichten, eben halt, weil PayPal finde ich besser, wegen weniger Abzüge als wie hier. Weil hier frisst. Eva, danke. Leute, macht's nicht hier, bitte. Macht's nicht hier, weil hier ist YouTube. Sehr dran. Gute Besserung für deine Mama. Ja, sag ich ihr. Sag ich ihr, wenn sie rauskommen darf, weil wir dürfen ja nicht rein. Vielen Dank, Leute. Wir werden es machen, ganz einfach. Außen trotz schon wegen der Seite, schon ganz alleine da. Ne? Grüße gehen raus, Bigo Bostamt und auch nicht hier. Das war Plan A. Falls ihr euch entsinnen könnt, habe ich jetzt neulich, wo ich ein Live gegen einen Kiosk-Verkäufer gemacht habe, habe ich auch Geld in die Kamera gehalten. Also das Geld liegt, aber wo ist das Problem? Und was heißt, wo nichts zu holen ist und hin und her hast du nicht gesehen, was ist los? Fakt ist, dass ich das natürlich auch auf Raten abbezahlen hätte können, was ich auch gemacht hätte. Also ich hätte das natürlich nicht komplett dahin gegeben. Wenn es diese Option hat es ja gegeben, ja, und dann hätte ich das natürlich schön auf Raten weggedrückt. Und jetzt aber aus Trotz werden wir ein PayPal-Konto dafür eröffnen. Und wie gesagt, es ist keiner gezwungen, dies, jenes. Jetzt geht es mir eigentlich nur noch ums Prinzip. Ja. Wieso dürft ihr nicht rein? Nicht mal mit Maske? Nein, wir haben die Corona-Zahlen sind so hoch. Und deswegen dürfen wir nicht rein. Also ich durfte jetzt auch nicht rein, wo wir sie abgeliefert haben, also dahin gebracht haben. Nur im untersten Bereich, aber direkt auf Station dürfen wir nicht. Lass sie labern, Marco. Das ist der Neid der Besitzlosen. Ja, ich lasse sie jetzt auch labern. Das ist mir völlig wurscht. Wie gesagt, das haben andere Leute auch gemacht. Warum soll ich es jetzt nicht machen? Warum soll ich es nicht in Anspruch nehmen? Und da geht's nicht darum, dass wir es vielleicht nicht hätten oder so. Wie gesagt, ich würde das jeden Monat würde es wegdrücken. Aber warum? Warum? Bärchen, danke.
Ja, ich kann es doch nicht ändern, sie hören doch nicht. Sie sollen das nicht hier. Ja, wir sagen gar nichts nicht. Sie hören doch nicht! Hallo, wir betteln über Paypal. Wir betteln über Paypal, sagt Nicole. Ja! Wenn man euch real nicht unterstützen kann, ist das. Ja, wollen die, alles gut, alles gut. Wir hätten es auch nicht gemacht oder so. Und ich ja sonst auch nicht, wenn, dann wäre es ja übers Nicole gelaufen, weil ich da andere Bedenken habe. Aber nee, jetzt, nachdem ich diesen Scheiß lese. Alter, ihr, ohne Scheiß, wir werden es nehmen. Also ich werde es nehmen. Ja. Ihr habt genug Nerven da gelassen. Ja, haben wir. Wird auch noch genug Nerven werden noch passieren. Ja, da wird noch einiges kommen. Wie gesagt, am Donnerstag habe ich ja wieder einen polizeilichen Termin. Da muss auch einiges abgegeben werden. Wir müssen einiges noch aussagen. Muss ich eine Zeugenaussage machen, wegen einer Bedrohung von Essen. Also da bin ich nur Zeuge. Muss ich aber anrufen, um was es da genau geht, weil ich mache ja in vielen Dingen, kann ich was bezeugen. Und deswegen muss ich erstmal angucken, was es überhaupt geht. Abi, Oma, danke, danke, aber es muss nicht hier sein, das muss nicht hier sein. Um Gottes Willen, darf dir das Lied selber aus. Was darf ich? Darfst du das Lied selber aussuchen? Habe ich dir irgendwas verpasst oder was? Sing als Danke ein Lied für uns. Ja, ja, ja. sehe es jetzt. Unverschämt an, dass behauptet wird, wir sammeln für deine Strafe, stimmt nicht so, wir sammeln für deine Auslagen von der. Leute, alles gut hier. Ich mache das wirklich jetzt nur aus Trotz. Also wirklich, ohne Scheiß. Und dann habe ich mir überlegt, wie gesagt, andere haben das auch gemacht, warum soll ich es nicht tun? Ich habe auch. Heute, das ging sehr schnell, auch schon ein paar Rechnungen gekriegt von der Anwältin. Und ich kann euch sagen, wir belaufen uns jetzt bei 2.500 €. Ja. Ne? Dafür bettel ich nicht, um Gottes Willen. Ich bettel allgemein nicht. Aber ja, das kann ich auch offenlegen. Also damit habe ich auch gar keine Probleme. Das Verfahren gestern, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Tausender. Was hupst du denn? Bist du denn doof oder was? Aber das war nicht für uns. Ja, besser ist. Jeder macht, was er kann. Ja, alles gut, Leute. Alles gut. Was ist los? Nö. Wie gesagt, wir müssen uns da erstmal reinfuchsen oder was. Ja, dank Onkel geht ja das jetzt hier komischerweise. Ich weiß zwar auch nicht, wie das funktioniert, aber Olli, wenn unser Hartung das möchte, roter Torsch. Okay. Vater, bist du auf den. Ich bin gerade auf dem Hinweg zur Oma. Ich war noch im Metzgereibedarf, war ich noch. Ich habe Därme noch geholt, dass wir nachher den Wurst umfüllen können. Das ist eine Wertschätzung unsererseits, Marco. Ja, Cousine, wie gesagt, danke, lieber Papa. Danke, sage ich jetzt auch mal. Ich muss mir einen anderen Move wie den Onkel aussuchen. Also ich klopfe mir nicht auf die Schulter. Ne? Und ja, wie gesagt, auf dem Rückweg oder was, Nicole wird so ein Ding einrichten, weil wir haben vom PayPal haben wir mehr, als wir jetzt hier diese Abzüge da von YouTube. Ja, finde das richtig. Ja, Like nicht vergessen, okay? Ja, ganz einfach. Und da können die schreiben, können sie machen. Wie gesagt, wir geben auch das jetzt dann auch am Donnerstag ab, die komplette Seite auch. Da sollen sich jetzt andere mit beschäftigen. Da diskutieren wir einfach auch nicht mehr lange. Ne? Marco, Glückwunsch. Schleimi, seid ihr gegrüßt? Warte, du musst das Lied als Danke einstimmen. Danke anstimmen mit dem Namen der Spender. Ja, ja, ja. Können wir das mal überspringen, diese Szene? Können wir uns auf ein Danke einigen?
Wir brauchen das PayPal-Konto, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, Nicole wird sich darum kümmern. Wir müssen erst mal gucken, wie das selber so läuft und hin und her. Weil das soll ja wirklich nur für den Zweck aufgemacht werden. Hast du denn schon mit der Mitgliedschaft eingerichtet? Das kann ich noch nicht einrichten mit der Mitgliedschaft. Ja, nee, kann ich noch nicht. Das bin ich ja vorhin mit meinem Onkel da durchgegangen oder was. Da steht dann immer, das Konto wird eingerichtet oder was. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt einmal bis zum, glaube, 21. oder 24., wenn das bei der YouTube mit der Auszahlung ist oder irgend sowas, ich weiß es nicht so ganz genau, dass ich dann erst die Optionen habe. Ja. Nicht, dass der harte Onkel guckt auf seiner Brust und du singst. Ja, 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 nein, 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 ich singe nicht. Jede Wurst kriegt einen Namen von den Spender. Das könnte man hinkriegen. Ja gut, aber ich kann auf den Damen nicht hinschreiben. Immer am 21. Okay, Kiffbrot? Ja, weiß ich ja nicht. Für mich ist es Neuland. Dann schreiben wir alles Gute. Okay, dann werden wir offiziell Mitglieder. Ja, die Option werde ich natürlich zur Verfügung stellen. Ja, wenn es möglich ist, das hatte ich ja eh vor, diese Option mit den Mitgliedschaften wollte ich eigentlich nur machen. Ich wollte eigentlich diesen Gedöns hier gar nicht machen, aber er hat es mir heute gesagt, wie es funktioniert. Oder Fisch für die Pinguine. Ja, natürlich eine extra Portion für euch. Jodle, ja. Und da Hiki im Tiroler Land. Ja. Ich habe, wie geht es dir? Achso, habt ihr euch schöne Zeichen für die Mitgliedschaften ausgesucht? Was für schöne Zeichen? Ich weiß es nicht. Soweit bin ich noch nicht. Einmal im Schottenrock. So wie ich jetzt wieder im Garten komme, kann ich einmal mein Schottenkostüm mitnehmen. Und dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Gar kein Thema. Das wäre ehrlich. So, ja. Nein, mal kurz, zieh den Schottenrock an. Ja. Mitgliedschaft muss einer möglich sein. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, Schleimi. Ohne Scheiß. Ich weiß es nicht, wie es geht mit diesen Mitgliedschaften. Mitgliedschaften muss eigentlich schon möglich sein. Nein. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Und Nicole, wenn einmal im Monat mit uns durch Hamburg, ja. Pinguin im Schottenrock. Ja, das nächste Mal dazu im Schottenrock. Ja. So ist es halt. Was ist denn das hier für eine Huperei oder was? Ja, ich weiß nicht, da auch nicht, was hier los ist. Aber das sind unsere jungen Kanäle. Gehören doch ein Onkel. Belli, danke! Danke, Leute! Danke! Was ist denn da los? Was ist denn los? Das Hindernis ist auf deiner Seite, oder? Ja, jetzt rasier noch den Baum weg und du solltest mal runterschalten. Alter! Junge, Junge, Junge. Ich freue mich sehr für euch, ja, dass ihr euch verdient. Danke, danke. Nein, aber das hat ja auch nichts mit verdient oder sonstiges zu tun. Wir haben es gerne gemacht. Wir machen es auch weiter noch gerne, soweit wie wir helfen können. Und ja, wir werden noch ein paar Punkte setzen. Das wird noch passieren. Es wird eben halt so vieles im Vordergrund nicht mehr passieren. Wisst ihr ja, ne? Ich kann ja nicht. Aber im Hintergrund für uns alle werden wir da agieren. Wollen wir was zurückgeben, Marco? Danke, Demoti. Eigentlich müsst ihr nicht und hin und her. Aber hier, kannst du dich doch hinstellen.
Aber ich habe mir jetzt gedacht, nachdem ich mir das nochmal so alles durch den Kopf gehen lassen, Belli, danke, durch den Kopf gehen lassen habe, warum nicht? Warum einfach nicht, Leute? Ist mir scheißegal. Und wenn die Seiten jetzt schon oder die eine Seite schreibt, du Bettler, ja, hier ist der Hartlung, ist mir scheißegal. Junge, glaube ich, spinne. Zu meiner Mutter Bescheid sagen, dass wir da sind. Ja, besser ist. Warte, ich lese jetzt erstmal eure Kommentare. Hallo zusammen. Tina, seid ihr gegrüßt? Schön, dass es hier auch geht. Hätte beim Onkel schon gegeben. Ja, so wie wir das Payball-Konto eröffnet haben, werden wir uns mit dem Onkel dann auch auseinandersetzen, dass er das da draufhin machen soll. Ja, wir sind da. Und so weiter und so fort. Ja, und mach keinen Stress, mach langsam. Okay, bis gleich. Das ist Kassel, ist gleich Assi. Ja, Junior, ist so. Schottenrock ist aber nichts drunter. Ja, ja. Macht das nochmal Spaß. Von vorne wird langweilig. Ja, geht nicht. Dezember. Ich bin nicht so der Wildfreund, ganz ehrlich nicht. Wäre ich im Wild. Der Zusammenhalt ist doch okay. Und du bettelst. Natürlich ist das ein Zusammenhalt. Also es hat auch noch nie sowas gegeben, also wie die Pinguin-Fraktion, so der Zusammenhalt, einer für alle, alle für einen. Das hat es so in dem Sinne nicht gegeben. Warum auch? Hast was Tolles aufgebaut, Marco. Danke, Demoti. Ich wusste nicht, worauf es hinausläuft. Ohne Scheiß, Leute. Ich war, ich sag mal, unwissend. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Und das, was dabei rausgekommen ist, sind wir. Ja, sag ich mal. Dauert noch einen Moment. Ach so, ja. Und hier ist es echt kalt. Der Neid. Ja. Nein. Ich habe mich da wirklich lange gesträubt. Ich hätte es auch bis vorhin noch nicht gewollt. Ohne Witz nicht. Ohne Witz. Wo ist das Problem? Wie gesagt, ich kann das in Warten, hätte ich das abdrücken können. Und da hast du nicht gesehen. Und vor ein paar Tagen habe ich Geld in die Kamera gehalten. Also wir hätten es machen können. Also ich selber hätte es stemmen können. Ich hätte noch mal Nicole für fragen müssen. Selbst sie hatte gesagt, hier, dann nimm von mir oder sonstiges. Da habe ich schon Nein gesagt. Aber gerade heute auf Trotz, das ist jetzt wirklich eine Trotzreaktion von mir, was ich hier mache. Jo. Ja. Beide Jacken. Beide wollen sie haben. Einmal Pinguin, immer Pinguin. Ja, du bist der Pimmelpinguin. Och, hier ist aber kalt. Ich bleib hier sitzen, Schatz. Ich bin relativ frisch hier und beim Onkel, aber bin gerade gerne mit. Gut. Welche Welt? Alles gut. Fühlt euch wohl. Das ist ja unser gemeinsames Ding, was wir gemacht haben. Und jeder soll sich wohlfühlen. Klar, man kann es nicht allen recht machen. Konnte ich auch nie, will ich auch gar nicht. Ne? Und ich bin auch keine Marionette oder sonstiges. Ne? Aber ich bin der Letzte, mit dem man nicht reden könnte. Soll ich eben sagen, ob er es gibt oder nicht? Weiß ich nicht. Ja. Ja, nee, das ist es ja, Demigo. Hier ist keiner gezwungen. Hier ist keiner gezwungen. Du bist das Sprachrohr für ganz viele. Gaming, ja, ich war das Sprachrohr und vielleicht bin ich es ja immer noch, aber ich war in kleinen Zeiten das Sprachrohr für alle. Und wir haben ja eigentlich unsere Ziele sind ja so erreicht, die wir wollten. Hier, und wenn es jetzt auch Geld gekostet hat. Ich konnte gestern gut vorsprechen. Ja, ich konnte aber auch diese ganze Zeit gut vorsprechen. Und Leute sind aus dem Hintergrund rausgekommen, die sich nicht getraut haben, was zu sagen. Und das reicht für mich, auch wenn ich jetzt einen auf den Sack gekriegt habe oder vielleicht nochmal einen auf den Sack kriege und wieder einen auf den Sack kriege. Aber eigentlich ist das Ziel für mich da erreicht. Ja, da sage ich, scheiß der Hund drauf auf eine Strafe, jetzt mal ohne Scheiß, hört sich zwar blöd an, aber scheiß der Hund drauf auf ein bisschen Kohle, wenn die Menschheit aber wieder aus dem Ofen, hinterm Ofen vorgelockt wird. Finde ich okay, Leute. Echt? Ja.
Danke, Kettwurmeln. Ja, ich bin auch nicht immer geradeaus gelaufen. Korrekt, ehrlich. Ich habe die Sachen so genommen, wie ich sie bekommen habe. Ich habe viele Sachen auch nicht überprüft. Das ist so. Und da ist Scheiße bei rausgekommen im Nachhinein. Ja. Ne? Menschlich, sage ich mal. Wie viele hast du Mut gemacht, aufzustehen? Viele, viele, Gaming TV. Ohne Scheiß, wir haben viele den Augen, nicht nur die Augen geöffnet, so dass sie sich auch getraut haben, sich nicht mehr eingeschüchtert gefühlt haben. Dadurch sind auch sehr viele Aktenzeichen zusammengekommen. Und ich stehe immer noch zur vollsten Unterstützung, stehe ich noch da. Und ich mache auch gerne, wenn ich Zeuge machen kann oder was berichten kann, mache ich bei jedem Einzelnen auch gerne eine Zeugenaussage. Nach meinem besten Wissen und das, was ich erlebt habe, stehe ich jedem zur Verfügung. Wie gesagt, jetzt muss ich auch wieder was bezeugen. Da hat man wohl jemanden bedroht. Da muss ich aber nochmal anrufen, um was es da geht, um welche Person es geht, weiß ich. Aber was für eine Bedrohung da war. Wir haben auch damals Videosmaterial zur Verfügung gestellt, wenn die Leute es nicht hatten. Das werden wir nach wie vor immer wieder tun, wenn wir es haben. Ganz einfach. Schön, dass man hier so sein kann, wie man sein ist. Ja, warum nicht, Susi? Warum nicht? Hier muss sich keiner verstellen. Hier bei der Babyklappe irgendwie, hat sie gesagt, geht's hier rum. Aber ich glaube hier, nee, wir müssen da dann in den Parkplatz hoch. Ich kann ja schon mal Jacke anziehen. Okay, ja. Ja, die hat keine Jacke, das will ich nicht. Balu, danke! Danke! Ich muss nur länger das Knöpfchen dann drücken, ne? La Balluma, danke! Uwe! Uwe! Ah. Ich habe mich selber eingeschlossen. Kannst du mich mal hier rausholen aus der Bude? Vorsicht, nicht, das ist nur eine Babyklappe. Ja, doch, hier ist wirklich Babyklappe. Oh, meine Mutter ist schon da. Schatz, länger drücken. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Gib mal einen Schlüssel, bitte. Das Fenster ist noch unten. Also. Ja. So. Wann kommt endlich Werbung? Sollte da hier mit dem Handy kann ich keine Werbung schalten. Nachher werde ich mal von zu Hause aus live kommen und werde das mal so machen, wie der Onkel mir das so gesagt hat. Hier ist auch. Ich habe die Anzeige angegeben, ob das letzte Anzeige wäre super. Ja, da geht es um. Da geht es um den. Ja, natürlich. Da geht es schon um den. Um den zweiten geht es da, um den zweiten ersten, zweiten elften geht es da. Ingrid, danke! Kannst du deine Wissen weitergeben? Ja, soweit wie ich es kann, werde ich es auf alle Fälle tun. Liebe Grüße an deine Mutter. Ich soll dich grüßen. Hörst du mein Muttertier? Ich soll dich grüßen hier von den ganzen. Schöne Grüße zurück. Komm, wir gucken mal vielen zusammen. Vielen lieben Dank. Wir gucken mal hier zusammen. Ja. Ne? Brauchst du dein Mobilgerät? Ne? Alles gut? Ja. Oh, schön, ihr könnt euch sehen. Ja, aber nur draußen. Wir können nur draußen. Blumen für deine Mutter. Danke. Hallo. Hallo, danke, danke. Liebe Grüße und gute Besserung. Jawohl. Oh, ist ganz schön kalt, mal noch. Ja, dahin. Ist da dein Schlüssel drin? Ja. Gut. Was steht drauf auf, ne? Jawohl, beste Grüße von Micha. Ja. Oh, Achtung, liebe Grüße, sag mal nicht so förmlich. Mit Frau und sie und es, wir sind da nicht. Wir machen auch nur die Beine, schon beim Scheißen kommen. Ja.
Oma Pinguin, schreiben sie. Das ist meine Anzeige. Wusste, dass ich vor Gericht. Okay, okay. Biene, gar kein Thema, wie gesagt. Da werde ich es fertig machen. Ne? Mama ist die beste und Pinguin ist sie auch. Ja. Ich bin froh, dass er nicht so ganz eingeweiht ist von der ganzen Sache, weil dann würde es auch anders abgehen. Ja, gute Besserung an deiner Mama. Jawohl. Jetzt? Weiß gar nicht. Empfangen wir gerade weg. Oder ist das nur hier drin? Ja, das drin. Okay. Das ist nur zum Brüchchen. Ja, ja, ich merke das schon. Aber sonst alles Taco? Essen schmeckt oder muss ich dir auch Wurst mitbringen? Nee, Essen ist okay. Ja? Ich. Läuft viel Bambus. Okay, okay. Das Zwiebel Feuer bitte. Liegt auf. Hängt das immer noch? Ja. Wir sind noch draußen. Meine Mama sitzt da drinnen in dem Bunker und ich bin da draußen. Bambus, Marco. Ja, das ist, weil hier diese scheiß 5G noch nicht ausgebaut ist. Das sage ich schon, also auch schon etliche Jahre, sage ich immer, mein Monat hier. So sieht's aus, Balu. So sieht's aus. Sehr viele Ähnlichkeiten mit deiner Mutter. Alles Gute. Jawohl, sag ich dir. Ja, ja. Ich hatte sie hierher gebracht und hatte keine Jacke hier gelassen, weil ich gedacht habe, naja, ne, im Krankenhaus braucht man keine, aber ja, einfach mal eine. Bissi, danke! Danke, Leute. Ist dir kalt? Hier ist richtig schweinekalt, hier geht der Wind. Ja. Ich jetzt bei dem Wetter draußen mit meiner Mutter. Ja, ja, Jojo, es ist so. Wir können nicht rein, wir dürfen auch keine Stationen oder sonstiges. Corona-Zahlen angeblich so hoch. Was ich natürlich schwachsinnig finde, weil wir können uns draußen treffen. Ne? Wer sagt mir denn das jetzt nicht, ne, dass man von draußen jetzt das Corona, dass die das mit da reinschleppen? Also. Ramon, du Drecksack. Der Ramon fragt gerade, warum die Mutter mehr Haare hat wie ich. Nee, wir nicht. Pinguine sind Herdentiere. Natürlich, natürlich. Ja, ich mach das Ding jetzt erstmal hier zu, oder wenn wir dann hier wieder wegfahren, oder was, schmeiße ich nochmal diese Trommelkiste an. Danke alle, die hier reingeschmissen haben. Wie gesagt, PayPal machen wir, das wäre sogar besser als wir hier. Vielen Dank, sage ich. Und wir hören uns, denke ich mal, in der nächsten halben Stunde mal nochmal wieder. Auf dem Heimweg. Vielen Dank.